Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast geschlafen, als ich hier ankam. Danke für die Dusche. Na klar. Hör zu, ich muss das fragen. Ich habe Dinge gehört. Über dich. Sie lässt sich mit Terroristen ein? Trau ihr nicht. Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam, was bedeutet Amerika für dich? Bei meinem Dad klang es immer, als wären wir etwas Besonderes. Der Leim, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wiederhaben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Das glaubte er. Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Gemeinsam können wir Pakete von Küste zu Küste liefern. Damals hatte er westlich von hier ein Monopol. Eine Partnerschaft war für uns beide von Vorteil. Zuerst liefen die Geschäfte auch gut. Doch dann, vor einem Jahr, fingen diese Fanatiker an, Ärger zu machen. Die Schweine haben unser System gekapert. Irgendwie kamen sie an unsere Sicherheitsausweise und damit in die Städte hinein. Und plötzlich lieferten wir Waffen und Bomben statt Medikamente. Und ich ahnte nichts. Wir waren bloß Rädchen in einer Terrormaschine. Hicks steckte hinter all dem. Und zu allem Übel bekam er eine alte Atombombe in die Finger, die ich dann mitten hinein nach Middle North City trug. Willst du sagen, dass... Ja. Ich war es. Ich habe sie hochgejagt. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South North City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen. Doch Hicks war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. So, jetzt weißt du's. Alles ist wahr. Bis auf die ganzen Lügen. Ich schere mich ein Teufel um Bridges oder den Wiederaufbau Amerikas. Aber ich werde Hicks und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Und vertraust du mir? Ich werde für dich da sein, Sam. Du musst mich nur rufen.
Typ 2. Hey Sam, dank der neuen Orte, die du ins Netzwerk integriert hast, konnten wir noch mehr Archivdaten retten. Leider habe ich immer noch nichts über die Ursprünge der BBs herausgefunden. Und auf die Dienstakte von BB-28 habe ich gar keinen Zugriff. Wenn ich wenigstens dort reinkäme, könnte ich dir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay, ich bleib am Ball. Tu du das auch. Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. X hat Fragile reingelegt, oder? Wieder heimlich gelauscht? Alles in deinem Handschellenprotokoll. Und mittels des Chiral-Netzwerks konnten wir Middle North Cities Regionalarchiv wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Der Misskerl hat sie verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Gute Nachrichten. Der von dir gesandte Bot hat sein Ziel erreicht. Der Test war erfolgreich. Ich habe noch einen für dich vorbereitet. Nimm ihn als Dankeschön. Und? Dem Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Wieso sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalsen? Aber wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern, könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Bewertung verdienen. Wenn du eine Herausforderung suchst, probiere es mal aus.
Sam, manchmal bringen andere Boten Bridges-Fahrzeuge zur Garage zurück. Sie sind für alle da, also benutz sie einfach, wann immer du willst. Vielen Dank für deinen Beitrag. Thank you.
Thank you.
Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hört mich jemand! Hört mich jemand! Hallo! Hallo! Hört mich jemand! Hört mich jemand! Falls du unterwegs Speicherchips findest, reiche sie unbedingt über das nächste Terminal ein. Wer weiß, welche seltenen und kostbaren Daten darauf zu finden sind. Mit deiner Spende machst du garantiert irgendjemanden sehr, sehr glücklich. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank.